Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es wird Zeit für mein 72-Stunden-Testfazit zum neuen Nokia 5 Smartphone. Das Gerät habe ich jetzt genau eine Woche lang im Einsatz gehabt. Ich habe es auch mit anderen Geräten verglichen, auch mit dem kleineren Bruder, dem Nokia 3. Wir gehen gleich die einzelnen Punkte durch. Das Gerät von außen, Gefühl in der Hand, Verarbeitung, wie lässt es sich bedienen, dann aber auch Displayqualität, Lautsprecher, Kameraqualität, Performance, Akkulaufzeit, da liegt der Zettel schon parat. Dann noch zusätzliche Dinge wie Empfang, Telefonqualität, Fingerabdrucksensor und natürlich die große Preisdiskussion und Alternativen und andere Geräte, die hier und da vielleicht doch empfehlenswerter wären. Das Nokia 5 hat einen großen Vorteil, dass ich gerade vom Nokia 3 komme. Und im Vergleich zum Nokia 3 ist das 5 einfach nochmal in vielen Punkten deutlich besser. Die Punkte im Einzelnen sind dann trotzdem immer noch sowas, wo ich mir denke, ein bisschen mehr Sorgfalt, ein bisschen mehr Mühe, ein bisschen mehr und das Gerät hätte eigentlich ein nettes Smartphone sein können. Ich habe aber im Hinterkopf trotzdem, ne, werde ich jetzt als allererstes von den neuen Nokia-Geräten halt das Nokia 5 testen, würden mich die Dinge halt trotzdem stören. Aber halt vom Nokia 3 kommt, denke ich mir, Nokia, es geht doch. Das Nokia 5, so vom Gesamteindruck, hätte eigentlich das Nokia 3 sein sollen. Das hätte euer Einstiegsgerät sein sollen. Dann wäre ich deutlich, naja, angetaner, sagen wir es mal so. Aber zuerst das Gerät von außen. Wir haben ein 5,2 Zoll Display, also von der Größe her. Es ist ein gutes Stückchen größer. Und ich sage ganz klar, der erste Eindruck hat sich bewahrheitet. Ich sehe es von der Größe, vom Gefühl, eher bei den Geräten der 5,5 Zoll Kategorie als bei den Geräten der 5 Zoll Kategorie. Nur was das Gefühl in der Hand angeht. Dann, das Nokia 3 hatte ja nur den Rahmen aus Aluminium. Das Nokia 5 ist jetzt ein Full-Body-Aluminium. Also ein komplettes Gehäuse ist aus Aluminium und das ist solide verarbeitet. Ich finde es gut designt. Ich finde es vor allem dünn designt. Ich nehme es gerne in die Hand. Ich halte es gerne in der Hand und von der Verarbeitungsqualität, hier wackelt nichts, hier knappert nichts. Hier sind noch keine Abschürfungen, weder beim Kopfhörereingang noch beim Micro-USB-Port auf der Unterseite, der leider nur USB 2.0 unterstützt, dafür OTG. Aber also von außen, von der Verarbeitung passt es. Von der Bedienung hatten wir ja auch beim Einrichten schon. Ne? Man kommt an den An- und Ausschalter, vielleicht gerade noch so an die Leiser-Taste, an die Lauter-Taste kommt man dann leider nicht mehr. Also, Design ist immer eine Geschmackssache, aber mir gefällt es und die Verarbeitung ist absolut solide. Von außen, jo, passt. Beim Display bin ich jetzt so ein bisschen zwiegespalten. Das ist deutlich heller, es gefällt mir deutlich besser von den Farben, vom Kontrast, von der Helligkeit, von den Blickwinkeln als das vom Nokia 3. Es hat aber den Nachteil, es ist ein 5,2 Zoll Display, das nur mit 1280x720p auflöst. Das ist ganz ehrlich, da landen wir irgendwo bei 264 ppi. Das ist nicht so ganz nett zum Draufgucken. Gerade wenn man dann halt Texte liest, gerade wenn man mehrere viel Text liest und gerade wenn man, ich weiß nicht, also gerade die AGB von Amazon Music, das ist sowas, das liest sich nicht nett, das ist kein netter Anblick. Natürlich kann man es lesen und natürlich kann man hier auch Nachrichten drauf lesen. Natürlich kann man hier auch soziale Netzwerke drauf machen. Aber wenn man das mit Full-HD-Geräten vergleicht oder mit Geräten, die um 300 ppi haben, da gucke ich lieber drauf. Wer halt auf sein Smartphone nicht so oft am Tag drauf guckt, was weiß ich, eine halbe Stunde oder sowas. Ja, ne, geht. Aber wenn ihr wirklich vorhabt, mehrere Stunden am Tag auf euren Smartphone-Monitor zu gucken oder aufs Display zu gucken, dann eher nee. Also das ist sowas, wo ich denke, wir haben Mitte 2017 mit unter 300 ppi und da muss keiner kommen und sagen, der Preis von 209 Euro oder von mir aus auch 200 Euro, da kann man nicht Full HD erwarten. Da sage ich, doch, andere Hersteller zeigen es auch rauf und runter. In der 200-Euro-Kategorie, da müssen diese 300 ppi her. Das ist so für mich der Hauptkritikpunkt. Denn ansonsten ist das ein nettes Display, auch von der Helligkeit. Das ist auch was, das kann ich noch draußen ablesen. Natürlich könnte ich es mir heller wünschen oder würde es mir heller wünschen. Aber das geht in Ordnung. So, also das ist so, wo ich dann mich einfach über die Auflösung aufrege. Der Rest passt aber. Kommen wir zum Lautsprecher. Auch da, ich starte einfach mal ein Video. Es wird Zeit für mein 72-Stunden-Testfazit zum neuen Nokia 3-Smartphone. Das Gerät habe ich jetzt etwas länger als eine Woche im Einsatz. 72 Stunden Nutzungszeit kriege ich da bestimmt hin. Ich habe das Gerät aber auch mit anderen Smartphones verglichen, auch mit dem großen Bruder, dem Nokia 5. Keine Angst, wir gehen gleich in die Nahaufnahme. Da besprechen wir dann die einzelnen Punkte. Das Gerät von außen, wie gut liegt es in der Hand, wie gut ist es verarbeitet. Einer der wenigen Punkte, wo ich wirklich zufrieden bin und einen Daumen rauf gebe. Dann sprechen wir aber über...
So, und beim Lautsprecher ist es so, das ist okay. Ab 70, 80% fängt er an zu zerren und klingt nicht mehr so ganz gut. Bis 70% ist das aber für so einen Monolautsprecher auf der Seite brauchbar. Ne? Das ist, da kann man auch einfach sagen, da bekleckern sich ja die Android-Geräte 2017, die High-End-Geräte auch nicht wirklich mit Ruhm. Also wenn man da ein S8 sieht oder ein G6, da steckt das Nokia 5 jetzt gar nicht mehr so weit dahinter. Das ist lautsprechermäßig, es ist nicht laut, es ist, wenn ich das Ding im Bad benutze oder in der Küche, sobald Wasser läuft, da versteht man nichts mehr. Aber damit ein YouTube-Video gucken, abends im Bett Netflix gucken oder sowas, oder am Schreibtisch Radio hören, Hörbuch abends hören zum Einschlafen oder sowas, das geht alles in Ordnung. Ne, das ist ja Standard, passt, läuft. Könnte ich mir besser vorstellen, könnte ich mir aber auch deutlich schlechter vorstellen oder gibt es auch noch schlechtere. Was ich hier aber leider auch habe, ist so ein leichtes Grundrauschen. Stört mich jetzt aber nicht. Aber wenn man sich darauf konzentriert, dann nimmt man es wahr. Bei 80, 90% fängt das Ding auch an zu vibrieren. Der Lautsprecher sitzt hier oben und das merkt man gerade, wenn man dann damit spielt. Zu spielen kommen wir gleich noch. Kommen wir zur Kamera. 8 Megapixel Vorderseite, 13 Megapixel Rückseite. Und ich versuche jetzt hier einfach nicht wieder Vergleiche zum Nokia 3 zu ziehen. Das ist, wenn man sich Mühe gibt, dann kann man auch mal ein schönes Foto machen. Aber einfach Kamera rausholen, Point and Shoot draufholen, ist auch oft, liefert oft nicht keine schönen Ergebnisse. Das ist sehr oft, habe ich das Gefühl, einfach ein bisschen zu dunkel. Und diese 13 Megapixel mit 4 zu 3 Format, ich meine, das ist, ich sag mal, das Apple hat 5 Jahre lang, glaube ich, aus dem iPhone mit so einer Kameralinse eine komplett andere Qualität rausgeholt. Natürlich, ist auch ein komplett anderer Preispunkt. Ja, ich wollte es nur jetzt nur von den Hardwarezahlen sagen oder ich wollte einfach nur sagen, 2017 hätten da auch, ich sag mal, 200 € Geräte, ne, eher in die Richtung gehen müssen, als wieder in die Anfänge der Smartphones. Es ist genau an dieser Kategorie, genau an der Schwelle, wo ich mir denke, das mit der Kamera, das dauert. Ne? Die könnte auch zackiger sein. Das kann aber das ganze Gerät hier und da sein. Aber es ist dann so, wenn ich mir extra Mühe gebe, wenn ich dann nochmal fokussiere, es ruhig halte, genug Licht habe, dann kriege ich hier auch nochmal was Nettes raus. Ja, aber es ist halt, ich kriege so oft, was weiß ich, 6 von 10 mal, 7 von 10 mal kriege ich halt keine vernünftigen Fotos, wenn ich die Kamera raushole, draufhalte, trotzdem nochmal fokussiere und dann abdrücke. Nee, das ist hier, das Nokia 5 wäre nichts, was meine kleine Digicam ersetzen würde, es wäre nichts, womit ich meinen Urlaub dokumentieren wollen würde. So, Frontkamera geht so. Das ist jetzt auch nichts, was mich groß vom Hocker raut. Das zu den Fotos. Bei den Videos können wir Full HD aufnehmen. Sieht aber auch nicht so prickelnd aus. Das ist genau das Gleiche. Man kann damit mal ein Video machen und hierfür dann für was kleines Zeug reicht es. Aber es ist wiederum nichts, wo ich dann Familienfeste mit dokumentieren würde oder irgendwelche netteren Momente festhalten wollen würde. Nein, da kommt das Nokia 5 in diese Kategorie absolut nicht rein. Bildstabilisation haben wir auch nicht. Sobald es dunkel wird, Bildrauschen ohne Ende. Dieses Standardzeug sage ich jetzt einfach mal zusätzlich noch. Also da, ne, das ist halt definitiv nicht, ich sage jetzt einfach mal, es ist nicht annähernd auf einem Honor 6X-Niveau oder auf einem Moto G5. Das Moto G5 macht bessere Bilder und oder auch wenn man vom Moto G5 Plus nimmt, ist man nochmal in einer anderen Kategorie. Da ist das, hält das Nokia 5. Nein, absolut nicht mit. Und ich würde sagen, sogar die Moto G4, sage ich jetzt einfach mal aus dem letzten Jahr, oder ein Honor 5X hatte, glaube ich, noch bessere Bilder, machte problemlos bessere Bilder als das Nokia 5. Einfach mal, um das jetzt noch zu sagen. Kommen wir von den Bildern zur Performance. Wir haben Snapdragon 430, 2 GB RAM. Im Vergleich zu dem MediaTek 6737, den wir im kleinen Bruder haben, ist das hier deutlich flüssiger. Ich kann hingehen und ich sag mal Spiele, Asphalt 8 oder sowas. Hier und da ruckeln auch die Vorschaubilder. Aber ich kann so ein Spiel wenigstens problemlos spielen. Wenn es dann geladen ist, das dauert wirklich. Aber dann kann man es auch flüssig spielen oder andere große Apps oder wenn dann Level neu laden müssen oder sowas. Ja, das dauert. Aber man kann das Zeug 2017, was da an Apps auf dem Markt ist, kann man damit machen. So. Das zu dem Potenzial, das da ist. Es hat genug Bums, sage ich jetzt einfach mal, um sowas zu spielen. Und man sieht es an anderen Geräten mit ähnlicher Hardware oder mit der gleichen Hardware, die das noch besser können. Das, was ich hier aber immer wieder habe, das sind Verzögerungen. Hier, ne, ich drücke auf die Chrome-App und es dauert gefühlt Ewigkeiten. Das sind immer wieder diese Gedenksekunden, die da drin sind. Oder ich wische nach links, ich wische nach rechts, ich wische wieder nach oben. So,
Das ist so von der Performance, und ich meine jetzt hier nicht gerade, dass er jetzt gerade noch mal ein paar Gedenksekunden braucht, um das zu machen. Es ist halt im Alltag, es dauert immer wieder. Tabs vom Browser müssen oft neu geladen werden, wenn ich dann irgendwie zwischen den Sachen hin und her wechsle. Das ist keine flüssige Performance. Und dann, wenn man überlegt, da ist Vanilla Android drauf, da ist kein UI, irgendwelches UI-Zeug noch von Nokia drüber gestülpt oder HMD Global. Nein, das ist Vanilla Android und es läuft nicht flüssig. Das ist um Weiten, das ist nicht ansatzweise an der Geschwindigkeit von einem Nexus-Gerät vor ein paar Jahren oder von Pixel-Geräten oder sowas, wenn man halt Vanilla Android sich überlegt, dass man die dann damit vergleicht. Nein. Ich habe hier halt immer diese Gedenksekunden. Wenn dann eine Webseite geladen ist, so, ne, dann kann man da auch, jetzt lädt noch, da seht ihr es, das ist dann auch immer noch so, ne, wenn sie dann einmal komplett geladen ist, dann kann man hier auch nett scrollen, sage ich mal. Und das Zoomen geht auch. Oder, aber ich habe halt dann doch immer wieder diese Verzögerung drin. Das ist hier wieder das, es ist im Vergleich zum Nokia 3 tausendmal besser. Aber wenn ich das Ding wieder für sich alleine sehe, ist es wieder Murks, sage ich jetzt einfach mal. Und ich sage das jetzt nicht einfach und dann kommen Leute und sagen, ach, 200 € Einstiegskategorie, da kannst du doch nicht viel erwarten. Doch kann ich. Ich sag's schon wieder, Moto G4, selbst Moto G4 Play aus dem letzten Jahr, das war eine komplett andere Bedienungswelt. Wenn ich die Moto G5 aus diesem Jahr nehme, deutlich nettere Bedienung, das mit der gleichen Hardware. Es ist viel, viel, viel flüssiger, viel mehr auf Zack und ich weiß nicht, wo es hier dran hakt. Weil, ich sag's nochmal, große Apps, so ein Asphalt 8, wenn es dann mal geladen ist, ne, da ist die Power auch da, um sowas vernünftig wiederzugeben und zu spielen oder sowas. So, also keine Ahnung, ob da noch irgendwann mal Software-Updates kommen. Naja, apropos Updates, wir haben hier Android 7.1.1 und Nokia oder HMD Global haben versprochen, flüssig schnell Updates zu liefern. Ne, das ist wieder sowas von der Software-Seite, wo man sagen kann, ne, über 2 Jahre haben die gesagt, wir bringen schnelle Updates und auch die Sicherheit-Updates. Das ist sowas, wo man dann wieder sagen kann, ja, ne, das ist so wie ein Pluspunkt, wenn man, weil wir gerade hängende Ringe und was suchen. Was auch gut ist, ist die Akkulaufzeit. 3000 mAh Akku fest verbaut, nicht auswechselbar, kein drahtloses Aufladen, wer sich das fragt. Und auch kein Quick Charge oder sowas. So, da haben wir. Ich habe wieder die Standardtests gemacht. 1 Stunde Netflix, Autohelligkeit, 10% Punkte wurden verbraucht. 1 Stunde Netflix, Display auf 100% Helligkeit, 17% Punkte. 1 Stunde normale Nutzung, Autohelligkeit, 12% Punkte. 1 Stunde E-Books lesen, 11% Punkte. So, das ist, ne, die Werte im Vergleich eigentlich okay. Daran merkt man, 5,2 Zoll, 720p Auflösung, ist nicht so viele Pixel. Und wir haben jetzt den Snapdragon 420, der eigentlich auch recht genügsam ist und mit 3000 mAh eigentlich einen soliden großen Akku. Unterm Strich komme ich damit problemlos, wirklich problemlos durch den Tag, auch wenn ich es intensiv nutze. Ne? Wo ich dann auch wieder sage, es ist aber kein Gerät, was man intensiv nutzen will, aufgrund der 720p Auflösung, ne? Oder deutlich unter 300 PPI Auflösungspunktpixeldichte. Wenn man das aber trotzdem macht oder als Hotspot nutzt, ne? Kein Ding, man kommt bequem durch den Tag. Ich sag mal, mit normaler Nutzungszeit sind hier auch 2 Tage drin. Das, was wieder ein bisschen schade ist, das Aufladen. Ne? Von 10% auf 100% dauert über 3 Stunden. Egal wie was da ich da für ein fettes Netzteil dran anschließe oder sowas, das dauert. So, USB-3-Übertragungsstandard hatten wir als Geschwindigkeit. Gut, da sage ich auch, kann man eigentlich nicht mehr. USB 2, Entschuldigung, USB 2.0, 2.0 als Übertragungsstandard. Kann man auch für den Preis, geht in Ordnung. OTG wird unterstützt. Was ich hier auch noch lobend erwähne, was heißt lobend erwähne? Was okay ist, ist der Fingerabdrucksensor. Ne, da ist die Erkennung, sage ich jetzt einfach mal, in der Regel bei mir mit trockenen Pfoten 9 von 10 Mal problemlos. Ne, sobald die Pfoten ein bisschen nasser werden, hat der auch noch eine Toleranz. Das geht eigentlich auch. So, also Fingerabdrucksensor, natürlich könnte der schneller sein und natürlich können da, ich sag mal, Huawei-Geräte für weniger Geld auch deutlich schneller, aber das haben die Huawei-Jungs und Mädels einfach drauf. Aber das ist hier etwas. Ich habe das Gerät in der Hosentasche, ich ziehe es raus, habe dabei schon den Finger auf dem Abdruck und habe es in dem Moment, wo ich aufs Display gucke, ist das Gerät entsperrt. Passt. Wo es positiv wieder wird, ist, dass es 3 SIM-Karten frisst. Ich habe hier auch wieder einen Preis, UVP 209 €, sowohl für die Single-SIM-Version als auch für die Dual-SIM-Version. Warum Single gleich Dual kostet, weiß ich nicht. Da nimmt man natürlich die Dual-SIM und guckt, ob man es irgendwann mal braucht. Dual-SIM ist nicht synchron LTE-Nutzung. Also bedeutet, eine Karte nutzt LTE, die andere nutzt dann 3G. Und jetzt kommt's, ich kann nämlich zusätzlich zu 2 Nano-SIM-Karten hier noch eine Micro-SD-Karte reintun. Das ist schön, dass das reinpasst. Freut mich.
Was diese Micro-SD-Karte brauche ich auch. Ich hatte beim Einrichten, habe ich mich glaube ich erschrocken, dass nur 7,5 GB frei sein sollen. Nein, das war der belegte Speicher, also Pi mal Daumen 9 GB sind frei, hatte ich nicht vernünftig gelesen. So ist das halt, wenn man dann einfach gleichzeitig redet und dann noch versucht aufs Display zu starren und da Informationen zu verarbeiten. Das funktioniert nicht immer so, aber trotzdem, 9 GB freier Speicherplatz. Wenn ich hier Standard-Apps drauf mache, sind die ruckzuck unter 5 GB frei. Wenn ich dann noch ein paar, was weiß ich, Serien speichere oder eine fette Spiele-App drauf mache, dann wird es knapp. So, und da ist es dann wirklich schön, dass ich Dual-SIM plus Micro-SD-Karte habe. Passt. Was noch positiv ist, ist auch die Telefonqualität. Sowohl der Empfang, also 4G sage ich jetzt mal, oder 3G, Empfang und Telefonqualität sind wirklich gut. Vom Hören und vom Sprechen passt es. Was hier wieder ein bisschen schlecht ist, da ist als andere Geräte oder was im Vergleich auffällt, auch diese WLAN-Schwäche, so ein Ticken. Ich habe einfach das Gefühl, das WLAN ist nicht so gut wie bei anderen Geräten. So, ne, das ist wieder dieses Licht beim Netzwerk oder beim Mobilfunk und Schatten dann, ich sag mal, beim WLAN und Wi-Fi. So, also, wobei ich auch sagen muss, in normalen Situationen, im normalen Alltag, ne, an diesen normalen Punkten, wo ich einfach immer bin, habe ich hier auch mit dem WLAN keine Probleme gehabt. Das hat überall funktioniert. Nur es ist halt so, dass im Vergleich zu anderen Geräten, was weiß ich, die WLAN-Verbindung halt nach 5 Metern schon abbricht oder dass andere Geräte halt 10 Meter früher das WLAN noch haben oder den WLAN-Empfang nochmal auf der anderen Straßenseite empfangen oder sowas und das Nokia 5 jetzt zum Beispiel nicht. Aber ne, das noch so als noch es erwähnt. Damit sind wir durch. Von außen Display, Kameras, Telefonqualität, Akkulaufzeit, Fingerprintsensor. Wir haben. Auch schön ist, wir haben den Fingerabdrucksensor und wir haben die Zurücktaste und die App-Wechseltaste, die sind auch beleuchtet, die leuchtet dann immer auf. Was wir haben, ist der beim Einrichten irgendwie kaum aufgetaucht ist, das Vibrationsteil. Das ist immer für sich alleine genommen, wenn ich hier eine Taste drücke und das aktiviert habe. Nettes, angenehmes Einzelvibrieren. In dem Moment, wo ich aber tippe, geht dieser Vibrationsmotor gar nicht. Also wenn man hier normal schnell tippt, dann ist dieses Ding aber wirklich so intensiv. Das hatte ich auch noch nicht, dass es halt beim Einzelvibrieren nett ist, wenn man aber dann mehrere Tastenanschläge hat, zu hart wird. Das vielleicht noch so am Rande. So, kommen wir zum Preis. 209 € UVP. Es gibt es auch schon für 200 €. Also wir bewegen uns in diesem Segment. Tut mir leid. Dafür ist die Fotoqualität nicht gut genug und dafür ist die Auflösung nicht gut genug. Hier hätte ein Full-HD-Display reingehört und noch bei der Fotoqualität hätte hier noch ein bisschen mehr gepimpt werden müssen. Und als drittes noch die Performance müsste noch ein bisschen besser sein. Dann wäre ich damit zufrieden. Fotoqualität und Performance könnte man vielleicht mit einem Update patchen, ne? Wer vielleicht da Hoffnung hat oder sowas, wer weiß. Aber die Display-Auflösung, das ist das, was mir das Gerät einfach wieder so vermiest. Sag ich auch, das ist Performance, Fotos, Display-Auflösung. Das sind diese drei Punkte, die ich echt schade finde. Und da sage ich für 200 € nein, würde das Gerät unter 150 oder maximal bis 150 gehen, könnte man sich das Gerät angucken, meiner Meinung nach, aber in diesem Segment bis 200 €. Ich meine, ich kriege ein Moto G5, da war der UVP, glaube ich, 199, ist jetzt 180. Von den 133 € angeboten fange ich gar nicht an. Ne, das gleiche UVP und ich kriege ein deutlich besseres Gerät, ne, mit Full-HD-Auflösung, mit einer besseren Performance, mit besseren Fotos. So, da kann man natürlich auch wieder sagen, Moto ist mit den Updates nicht so auf Zack wie Nokia oder HMD Global das jetzt versprechen. Ja, aber Updates das eine, Hardware und Performance wiederum das andere. Oder ich fange jetzt hier nicht mit Honor-Geräten an. Honor 6X, also sage ich jetzt auch, würde ich dem Nokia 5 auch jederzeit vorziehen. Das ist einfach schade. Die hätten dieses Gerät oder die Hardware Snapdragon 430er, deren Akku mit der Akkulaufzeit und der im Vergleich besseren Performance beim Nokia 3 einfach ins Nokia 3 bauen sollen. Ne? Das hätte dieses Einstiegserlebnis sein sollen. Da hätten dann die anderen drauf aufbauen sollen. Aber das Nokia 5 im Preis von 200 €, nein. Einfach aus dem Grund, wird 2017 einfach nicht gerecht, die Alternativen sind zu groß und es ist halt einfach damit. Nee, sorry, 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 sorry. Das ist vertane eine Chance. Ne? Wenn der Preis irgendwie mal auf 150, sage ich ja, wenn der Abstand wieder zu anderen Geräten da ist, aber dann die fallen ja auch im Preis und dann kriegt man die auch für 150 €. Tja, das ist so das, was ich da abschließend zu sagen möchte. Großer Pluspunkt von außen Design, Verarbeitung gefällt mir echt gut. Ne? Das mit den Updates mag ja schön sein, die Akkulaufzeit ist brauchbar, der Lautsprecher ist Standard, die Telefonqualität ist gut, aber die drei anderen Punkte, die ich gerade gesagt habe, die zerschießen das Gerät leider. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.